gebe einfach das Hackfleisch in eine Schüssel und tue es gut salzen und pfeffern. Eine Zwiebel klein schneiden und mit einer Knoblauchzehe vermischen. Ein Ei und das Ei wird natürlich geöffnet und der Inhalt reingetan. Und die Zwiebel. Alles umrühren, bis eine feste Masse entsteht. Die Champignons putzen und den Stiel entfernen. Die Innenseiten ebenfalls gut pfeffern und salzen. Mit dem vermischten Hackfleisch auffüllen. Du kannst mit einem Glas oder einem Servierring Käsescheiben ausstechen und auf das Gehackte legen. Dann schneidest du Tomatenscheiben und legst sie auf den Käse. Die Tomaten etwas zuckern. Die gefüllten Champis auf ein Backblech geben und in den Ofen. In der Zwischenzeit wird Parmesan gehobelt. Wenn du willst, kannst du unter die Champignon ein Butterbrot legen. Und schon hast du ein schnelles, schmackhaftes, kalorienreduziertes Gericht.